Willkommen zu einer neuen Folge des Survival Podcasts. Mein Name ist Johannes Vogel. Wer längere Zeit auf sich alleine gestellt überleben will, hat einen großen Vorteil, wenn er in der Lage ist, Gewässer zu überqueren. Besonders zum Angeln und Sperrfischen ist es von Vorteil, wenn man ein kleines Boot hat. Heute zeige ich euch, wie man alleine mit einem Messer und etwas Plastikfolie oder einem Poncho ein kleines Boot im KSD bauen kann. Für unser Boot brauchen wir vier etwa 4,5 Meter lange Äste. Ich nehme hier die Ruten eines Haselstrauches. Sie sollten etwa 3,5 Zentimeter dick sein. Außerdem benötigen wir noch einen etwa 2 Meter langen und etwas dickeren Ast zum Aufspannen vom Gestell. Um so dicke Äste mit dem Messer einfach zu schneiden, werden sie unter Spannung gehalten und das Messer in die Fasern reingedrückt. Dadurch trennen sich die Fasern alleine auf. Jetzt benötigen wir noch etwas zum Binden. Ich habe hier dazu Weidenruten genommen und breche die. Nachdem die gebrochen sind, lassen sich die holzigen Bereiche aus der Rinde nähen. So, wenn die Rinde etwas gedreht ist, ist sie eine stabile Schnur und kann zum Binden verwendet werden. Die Äste werden von spitzen Astteilen befreit und auf gleiche Länge geschnitten. Weil ich ein Modell herstelle mit 2:1, also 4 Meter entsprechen hier 2 Meter, setze ich den Schnitt etwa bei 2 Metern an und kürze alle 4 auf etwa 2 Meter Länge. Je zwei der langen Äste verbinde ich jetzt oben und unten mit dem Bast, den ich gerade eben hergestellt habe. Und verknote das Ganze. Hier müssen mehrere Lagen Bast drauf, weil die Zuglast ziemlich stark drauf sein wird. Dann ist es erstmal hier fest, jetzt auf der anderen Seite. Jetzt werden vom zusätzlichen Stab 2,5 Meter lange Stöcke geschnitten. Die Stöcke werden an den Enden mit Gabeln versehen. In die Gabeln wird der Stock eingespannt, sodass die Raute aufgespannt werden kann. So. Das heißt, hier ist so eine Gabel und die wird verwendet, um die Raute aufzuspannen. Das aufgegabelte Distanzstück wird jetzt zwischen die beiden Hölzer geklemmt und vorsichtig aufgespannt. Das rastet in der oberen Gabel ein und ist eine relativ stabile Verbindung. Nachdem alle vier Äste an den Enden zusammengebunden wurden, werden die letzten geraden Äste noch auseinandergespalten. Dazu verwende ich wieder dieses Holz, das diesmal aber etwa halb so lang ist wie das untere. Jetzt werden die unteren Äste aufgespannt und mit einer Dreieckskonstruktion gegen das Zusammenfallen gesichert. So. Dieses Dreieck hier stabilisiert sich, sobald die Folie außen drauf gelegt wird und der Wasserdruck von außen kommt noch zusätzlich. So. Das hält ganz schön an Druck aus. Was ich jetzt mache, ist, ich hole mir ein bisschen vom Uferbewuchs und lege das zwischen die Hölzer. Dann kommt das Ganze in Plastikfolie und wird eingewickelt. Jetzt ist unser Boot fertig und kann getestet werden. Unser Kajak ist jetzt fertig und schwimmt. Natürlich ist das Ganze jetzt noch ein bisschen zu klein. Das nächste Mal zeige ich euch, wie man das Ganze so baut, dass man auch da drin schwimmen kann.